Die tun behinderte Menschen nicht als Menschen sehen. Ich schwöre dir bei Gott, ich bin der Einzige, der mit ihnen live geht. Ein Nino Gassi zum Beispiel würde niemals mit einem Murado oder mit einem Rollstuhltypen reingehen. Oder die Orospus, die hoch sind, sich notgeile Männer angeln und verheiratete Männer Geld schicken lassen. Ich mache nur solche Menschen fertig. Du urteilst gerade über mich. Denk doch mal nach, wen ich hier fertig mache. Ich mache Leute fertig wie Batman, die das verdienen. Ich komme in Dunkelheit wie ein Batman. Verstehst du Amana Rodomungase? Okay, das wusste ich nicht. Genau, jetzt weißt du es. Yani, wenn ich einen Raketendealer beschimpfe oder einen Orospu, der wo Familienväter, Felsab Adamsen, Familienväter ausschnappt oder die Leute verarscht wegen ein paar Euros. Ich mache nur so eine Leute fertig. Okay. Das wusste ich natürlich nicht. Das weiß man ja auch nicht, mit wem du da live gehst. Ich kenne diese Leute ja alle gar nicht. Jetzt weißt du es. Okay, ich soll dich nach deinem Sohn fragen, schreibt hier jemand rein. Wallah, iPhone, wieso machst du sowas jetzt? Wir haben doch uns kurz geredet, warum machst du was? Ja, also Löwetürk, er muss das nicht beantworten. Und wenn, dann geh bitte in seinen Stream rein und frag ihn selber. Weil wenn er darüber nicht reden möchte, dann ist das seine Sache. Es geht uns nichts an. Ja, ich habe ihm damals den Kinderheim abgegeben, ohne Scheiß. Ohne Scheiß. Tut mir leid. Bitte? Das tut mir leid. Ja, wir waren damals zu ihm Ponyhof. Ohne Scheiß, der wollte immer Pferde sehen. Und das tut mir leid. Ich mache mich deswegen immer noch aus. Und danach waren wir im Pferdestall. Und danach ist so ein Pony gekommen. Und der wollte immer Ponys reiten. Dann hat dieser Pony mal so den Gott genommen. 30 cm Ponyjarak. Und deswegen heißt der Federjunge jetzt. Und seit dem Kinderheim, die Türschützer und die Kinderheim hat mich weggenommen, weil die gesagt haben, ich habe meinen Sohn an Tiere verkauft. Leute, auch wenn er das tut, ich urteile über sowas nicht. Danke dir, wie nett du bist wirklich. Das gibt mir ein bisschen Kraft. Leute, bitte, wenn ihr Fragen an ihn habt, geht bitte zu ihm rüber. Bitte. Hast du heute Geburtstag? Ich habe heute Geburtstag, ja. Alles Gute zum Geburtstag, wie alt bist du geworden? Danke, vielen Dank. Ohne Freunde hocke ich hier rum, weil die mögen mich mit mir nichts mehr zu tun haben, wegen dieser Sohngeschichte. Ich bin nur allein und einsam. Leute, geht zu ihnen rüber, wenn ihr Fragen habt. Entschuldigung, ganz kurz. Wir machen gerade Straßenumfragen. Ich weiß, was das heißt. Mein Vater wohnt in der Türkei. Diese Dame sagt zum Beispiel, jeder soll in Deutschland Kopftuch haben. Mhm. Was sagen Sie dazu? Das ist Quatsch. Quatsch. Warum ist das Quatsch? Ja, weil das nicht unsere Kultur ist. Aber sie sagt, die Land muss islamisiert werden. Und sagte AfD ist Schrott, jeder muss Kopftuch tragen. Dann sage ich, in Saudi-Arabien müssen Kirchen gebaut werden. Bravo, respektvoll geredet. Dankeschön. Leute, hört auf, geht selber und fragt ihn. Du bist ganz schön beliebt bei den Leuten. Dankeschön. Was machst du heute noch Schönes? Ich werde mein Gott geben, inshallah. Töbe. Taunus, was habe ich da? Ich werde was Neues ausprobieren. Jetzt mit Igli Schröder, der ist bei mir. Und wir wollen uns gegenseitig Gott geben. Habe ich noch nie gemacht, aber werde ich mal ausprobieren jetzt. Was soll ich machen, Digga? Stadt und so und meiner Freundin dann anrufen? Danke, Leute. Wo wohnst du? Taunus, kannst du die Rabia und den anderen wieder einstummen? Wo wohnst du überhaupt? Wohnst du in Berlin oder wo? Ich wohne in Janakhausen, kennst du? Du weißt schon, dass ich ein bisschen was verstehe, gell? Also. Nicht diese Janak, was du meinst. Ohne Scheiß, ich dachte, das ist wirklich Janakhausen. Dann soll er mich rausschmeißen, das ist doch. Nein, Mann, ich wollte dir sogar. Leute, was ist los mit euch? Hey, kannst du mal kurz dein Handwerk tun, bitte? Das ist respektlos, wenn du mit mir redest. Tu mal deine Hand weg, bitte. Das ist respektlos. Meine Hand ist auf der Couch. Ja, tu mal das bitte weg, weil das ist respektlos, bitte. Du schlauer Mädchen. Aber du bist voll nett, ja.
Ja, gebe ich zurück. Du, hat mich auf jeden Fall gefreut, dich mal kennenzulernen. Ich gehe jetzt offline. Ich habe dir gefolgt, folg mir zurück, bitte. Ich habe dir doch schon gefolgt. Ich habe dir schon gefolgt. Hat mich gefreut, wenn du wirklich Geburtstag hast. Dann genieß deinen Tag heute auf jeden Fall. Lass dich nicht ärgern. Wenn du einmal Herrn wegmachst. Geburtstag schenkt. Meine Hand ist hier. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Hat mich gefreut. Nein, wenn ich fragen darf, wirklich Natur? Ja, alles Natur. Mashallah. Mashallah. Weißt du, obwohl ich eine Freundin habe, mein größter Wunsch ist gerade Gedanke, ich kann ja nicht lügen, das darf ich ja Fantasie nicht mehr, kein Synergy. Mein größter Wunsch ist, dass mein Jarak einmal da reingeht. Voilà. Pöbe, ja. Pöbe. Na ja, nicht, ich kann nicht lügen. Voilà. Ciao. Schönen Tag dir. Ciao. Hundertprozentig Thanos. Aber kann nicht lügen. Der weiß ja, Tani. Ja, langsam kommt der Pegel, aber ja.